Seite, Winkel, Seite. Das Ding sagt hier schon, SWS sagt Folgendes aus. Wir wissen eine Seitenlänge, nehmen wir die. Wir wissen einen Winkel, der dazwischen liegt, zwischen einer Seite und der anderen. Hier, dieser Winkel, der liegt dazwischen. Und wir wissen die andere Seitenlänge. Das heißt, unsere Planfigur sieht dann so aus. Ich habe hier Punkt A, Punkt B und Punkt C. Warum habe ich diesen Punkt schon? Weil ich die Strecken schon festgelegt habe und zum Schluss bloß noch verbinden kann. Allerdings, da wir die ja noch nicht kannten, machen wir die dann blau. Das ist unsere Planfigur. Das heißt, wir geben uns jetzt mal ein Beispiel vor. Also wir sagen, Seite B sei bekannt mit 5 cm, Winkel Alpha sei bekannt mit, nehmen wir jetzt mal 60 Grad und Seite C sei bekannt mit 3 cm. Wie sieht das Dreieck aus? Hier ist unsere Planfigur. Der dazwischen liegende Winkel ist bekannt, 60 Grad und die Strecken. Jetzt könnte man wie folgt anfangen. Ich stelle es mal ganz kurz dar. Ich nehme ganz einfach mein Geodreieck und zeichne einen Winkel von 60 Grad. Zwei Schenkel, hier die 60 Grad, hier sind sie. Wenn ich das habe, dann trage ich hier einfach die Seitenlängen ab, von hier bis hier, und habe es auch. Oder, andere Variante, ich fange mit der Seite C an mit 3 cm, trage dann den Winkel an, 60 Grad, nehme dann in den Zirkel meine Seite B von 5 cm und trage das hier ab und habe es auch gekonnt. Also, erstens, zweitens und dann drittens. Hier habe ich gesagt, erstens und dann entweder hier zweitens und drittens oder umgekehrt. Das ist egal. Hier haben wir beide Möglichkeiten und kann dann zum Schluss wieder verbinden und habe mein Dreieck so oder so. Gibt es dazu Fragen? Und auch hier kann ich sagen, wenn ich, in diesem Fall habe ich es auf zwei verschiedene Arten gemacht, zwei Dreiecke habe, die in ihrer Seite einem eingeschlossenen Winkel und der nächsten Seite, also die beiden Schenkel und der eingeschlossene Winkel, wenn die beide gleich sind, dann sind sie wieder kongruent. Kongruent, wenn Übereinstimmung in Seite, eingeschlossenen Winkel und anderer Seite. Oder die beiden Schenkel und der eingeschlossene Winkel. Wenn die bei beiden Dreiecken übereinstimmen, dann sind die kongruent. Nochmal, ich kann anfangen mit einem Winkel, kann darauf die Seiten abtragen. Oder ich sage, ich fange mit einer Seite an, komme mit dem Winkel dazu und trage, nachdem ich den Winkel hier irgendwie erstmal angetragen habe, trage dann hier am besten wieder mit dem Zirkel hier einstechen, hier den Kreisbogen machen, die nächste Seite ab. So, wir haben jetzt mal einen Spaß gemacht, wir haben mal die Seite A ermittelt. Also das heißt, wir haben sie jetzt abgemessen, hier die blaue Seite, hier die entstandene Seite. Und da kamen noch ganz lustige Ergebnisse raus. Also ich habe Seite A in Zentimetern hingeschrieben, das ging von 4 cm bis 5,75 cm. Wobei hier haben wir gesagt, wenn man es statistisch auswerten würde, wäre das der Modalwert. Ne? Also 4,3 cm müsste stimmen. Jetzt haben wir mal versucht, den Winkel abzumessen und jetzt wollen wir mal die Messfehler eingrenzen. Nochmal, der Modalwert ist der. Der muss nicht richtig sein. Das ist genauso, als wenn ein Mensch mit einer Quarzuhr, mit einer hochgenauen durch eine Stadt geht. Alle Leute sagen, es ist 10 nach halb und bei ihm ist es meinetwegen 2 nach halb. Dann werden die anderen Leute sagen, unsere Uhr geht richtig und du mit deiner ollen Quarzuhr kannst uns mal. Das heißt nicht, dass der Modalwert hier auch gleichzeitig richtig ist. Also, jetzt müssen wir mal den Fehler eingrenzen und sagen, wo steckt der Fehler? Wenn man den Winkel zu groß wählt, wird die Seite länger. Kann man sich vorstellen. Also, wenn ich den Winkel zu klein habe, wird die Seite kurz. Habe ich den Winkel zu groß, wird die Seite entsprechend immer länger. Das ist zum Beispiel einer der Hauptfehler. Nochmal auf diesem Geodreieck, was so aussieht, haben wir hier unten diesen Anhaltepunkt und hier drauf haben wir eine Skala. Und bei der Skala gibt es einen kleinen Trick. Blöderweise geht die Skala einmal von hier 0 los und wird hier immer größer, der Winkel. Und man hat noch eine zweite Skala, die geht genau verkehrt rum. Und da gibt es manchmal die Irrtümer. Okay, das wäre die eine Sache.
weitere Fehlerquellen, wenn ich die Seite hier, die untere, also hier die Seite C, wenn ich die zu lang wähle, wird meine Seite A auch immer länger. Wähle ich sie zu kurz, wird sie ab einem bestimmten Punkt zwar wieder länger, aber da sind auch Ungenauigkeiten. Überprüfen wir das alles mal. Aber das Prinzip bleibt das gleiche. Seite, dazwischen liegender Winkel, Seite. Entweder so oder so beschrieben.